Ich will schon die ganze Zeit diese Eggflight-Videos machen. Jetzt habe ich mir meine Eier gekocht und die sind alles aber nicht Hardboiled Egg geworden. Aber wir machen uns trotzdem was Geiles daraus. Ich habe hier Frischkäse und Senf schon mal zusammengemischt. Kommen jetzt unsere Eier dazu. Und wir machen jetzt erstmal so einen Eiersalat-mäßig. Seht ihr das? Ich habe einfach kein hart gekochtes Ei gekocht. Okay, aber das Ei sieht so geil aus hier. Das Eigelb bei den Eiern, die mein Freund gekauft hat, sind einfach orange-orange. Ich schnapp mir dann noch mein Bagel, was ich hier habe. Und viertel den auch noch. Damit wir so kleine Bites haben. Und das kommt auch erstmal in den Airfryer. Und hier auf unsere getoasteten Bagels einfach unsere Eiergeschichte drauf. Ein bisschen flüssig geworden, weil ich Softboiled Eggs gemacht habe statt normalen Eiern. Aber ist okay. Unsere ganze Pickelgeschichte mit dem Kimchi. Und drauf unsere Gürkchen. Dann unsere die finde ich am besten. Noch ein Chili oben drauf. Ich hoffe, ich bereue das gleich nicht. Dann noch unser Radieschen. Ganz klassisch Kimchi. Ich mache hier noch geröstete Zwiebeln oben drauf. Flaky Salt bei allen ein bisschen drauf. Ich habe zwar nicht die Flight Eggs gemacht, aber Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass es nicht mindestens genauso geil aussieht. Fangen wir mal von links nach rechts an. Itadakimasu. Das ist eine richtig geile Kombi mit den Zwiebeln. Ich bin so verliebt in diese Zwiebeln. Unser Rettich. Und zu guter Letzt unser Kimchi. Zwiebeln und Kimchi passt am besten.